Hallo zusammen, willkommen zurück bei Kieselgas Productions. Wir zeigen euch heute, wie man das Pilz Bruschetta macht. Fucking Löwenzahn. So geil, hä? Probier mal einen. Wir brauchen wieder ein paar Pilze, unter anderem Kräuterseitling. Ich schmecke wieder einen Kräuterseitling. Komm mal mit. Ah, da hat es ein paar. Probier mal. Nebst den Kräuterseitling brauchen wir auch noch ein paar andere Pilze. Brune Champignons, Shiitake-Pilz, Austerpilz, Zwiebeln, Knobli und Trüffel, Thymian, Rosmarin oder was ihr sonst so für Kräuter habt, Butter und ein feines Baguette. Wie bei 3 Stunden sind die schon, oder? Ja! Oh oh. Okay, also die haben wir gerade aus dem Ofen genommen, einfach Spaghetti gesliced, ein bisschen Butter drauf und einfach bei 180 Grad Umluft rein, bis sie ein bisschen Farbe bekommen. Dann nehmen wir die Mascarpone und streichen recht grosszügig alle Brötchen so ein. Dann fangen wir an mit Pilz. Topping für oben drauf. Wir nehmen den Pfanne, mittel heißer, grosszügig Olivenöl rein. Jetzt ist es mal ein bisschen heiß wird da. Gut, jetzt haben wir Eschalotte und Zwiebeln drin. Nicht allzu fest anbraten. Dann, um das Ganze noch ein bisschen mehr Aroma geben, Knoblauch. Einfach so mit Schalen rein. Dann nehmen wir ein bisschen frische Rosmarin. Frische Rosmarin, Thymian da rein. Dann machen wir das alles schön ein bisschen voll. Da kommt's. Ein bisschen ablöschen. So, wir gehen ein bisschen auf mit der Hitze, bevor wir die Pilze rein tun. Kräuterseitling, Shiitake, Teros und mit den Kräutern warten wir noch durch. Wir gehen jetzt innen mit den fein gerachelten Pilz. Komm mal. Sind ihr gut? Macht das sehr fein. Wir gehen innen mit dem Pfeffer. Ein bisschen Würze. Wir gehen innen mit einem Stück Butter. Die Pilze sind jetzt einigermaßen nicht mehr schleimig. Der Schleim hat ausgedampft und hat eine gute Farbe. Wir stellen es ab. Nehmen wir unsere präparierte Bruschetta und legen es schön oben drauf. Um das Ganze noch raffinieren, optional natürlich schwarze Trüffel. Und dann das Bruschetta mal ein bisschen anders mit Pilz und Trüffel oben drauf. Muito gostoso! Nein, das sieht ja chillig. Aber der Trüffel sieht einfach lame. Hallo Freunde! Liked und subscribed!